Ah, okay. Und ich habe dadurch einen Meilenstein erreicht. Stimmt, irgendwas davon war Zeug verchecken. Na komm, dann hämmern wir die hier auch noch rein, dann habe ich wieder Platz und dann kann ich diesen da herumwabernden Schalter aufheben. Danke. Danke. Boah, den Dünger, das... ja, stimmt. Dünger kann man da auch abstauben. Das ist sinnvoll. Sinnvoll, sinnvoll, sinnvoll. Wie lange braucht er denn dafür? Achso, okay, ist bald soweit. Platsch. Platsch. Ach, guck mal. Machen wir gleich das zweite Mal Milch noch. Und ich glaube, ein drittes Mal will ich auch machen, wenn ich dann noch eine abschneiden kann. Oder? Warte mal, wenn ich zweimal Kuchen mache, dann habe ich insgesamt 8 Stück. 8 plus 3 sind 11, das ist also okay. So, dann bleiben da aber nur noch 4 Milch übrig. Dann hätte ich am Ende 8. Weil die G13 Haze so lange braucht, bis die gewachsen ist. Wäre es vermutlich schlau, wenn ich erstmal die 2 Kuchen mache. Oh, da ist wieder eine Mülltonne gefüllt worden. Was ist das? Oh, danke. Was macht ihr denn da, Jungs? Schmeißt ihr immer so viel Zeug weg? Ach so, genau. Es war... das hier. Ja gut, aber Gießkannen, Gläser und das dauert noch. Also da brauche ich noch richtig viel Zeug. Noch richtig viel. Wofür war denn noch gleich die Haze? War das? Genau, das war hierfür. Aber ich denke, 2 reichen mir erstmal. Weil ich immer noch auf eine Jack Hera warte. Ja. Ah, jetzt ist er fertig. Gut. Zeig mal, was in dem Köfferchen da ist, in der Tasche. Ein Regal. Ja, geil. Hättest du dir auch sparen können. So, dann haben wir als nächstes... Die habe ich, glaube ich, gerade erst abgeerntet. Es dauert wieder, bis die soweit ist. Aber ich könnte hier so eine Banane und die andere Fahne abschneiden. Aber bei der anderen Fahne, ah, da habe ich auch 2 von. Okay. So, und dann so eine Banane. Ah, okay, Banane ist nur noch eine Sorte, gut zu wissen. So, und dann müsste ich... Patsch! Noch eine abgeben können. Und nochmal Geld, schön. Dünger hätte ich besser gefunden. Gut, Haze wird langsam fertig. Haze war hierfür, ne? Ja. Ach so, genau, die
Die Northern Lights könnten langsam mal, ja gut, die werden auch langsam fertig, damit ich hier nochmal mit so einer Produktionsorgie hier loslegen könnte. Auf jeden Fall Kief. Kief auf jeden Fall und Marshmallows auf jeden Fall. Ja, also lagermäßig ist echt Platz. Komm, dann schneiden wir die noch ab. Dann werfe ich noch eine G13 Haze hinterher, weil die so lange brauchen und hier gleich eine fertig, irgendwann gleich eine fertig ist. Ich meine, mit so einem vollen Lager kann man ja doch schon das ein oder andere rausholen. Was ist das hier für eine? Das ist auch nochmal eine Banane. Ich schneide jetzt einfach mal alles ab, in der Hoffnung, vielleicht nochmal an Dünger ranzukommen. Mein Plan scheint aufzugehen. 5 Dünger, geil. Das ist schön. Das ist schön. Noch eine hinterher. Davon kann ich ja vermutlich gar nicht genug haben. So. Okay, warte. Kief habe ich am meisten. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal nochmal Marshmallows. Wenn die nächste Butter fertig ist, gibt es nochmal eine Runde Marshmallows. Und erstmal noch einmal Kief. So, dann schneide ich die ab, pflanze noch eine nach. Nochmal Kief. Nochmal Kief. Hatte ich den jetzt wieder weggeschickt? Ja. Schön. Geil. Ja, also jetzt füllt sich der Platz langsam, aber hier hat sich ja auch schon wieder ein bisschen was getan. Zwar nur so ein paar. 3 und 1 sind 4, 5, 7, 8. Sind im Grunde nur 8 zu viel. Die kann ich auch ignorieren. Beziehungsweise sind nur 6 zu viel, weil ich hiervon, ach nee, es sind sogar nur 5 zu viel, weil ich, na, da fehlen mir 3. Okay, jetzt geht die G13 Haze steil voran. Nachdem der 6. Gießzyklus vorbei ist. Das heißt, der hier dauert nochmal lange. Milch hatte ich ja gesagt, höre ich erstmal auf. Das heißt, zweimal Kuchen, ja. Hoffen wir, dass die eine G13 Haze dafür vielleicht schon reichen könnte.